Welcome back, guys. Die achte Zone ist Golden Capital und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also das ist schon, hat Interpretationsspielraum, würde ich sagen. Und einen Knuckles Act. Ja, aber erstmal geht Sonic voran und schaut, was hier los ist. Das sah wie so eine antike Zivilisation aus, ne? Bisschen wie der Tempel aus Sonic Adventure. Golden Capital. Hat leichte Carnival Night Feelings, aber eben uralt oder was? Na gut, mit Lava. Das ist eine ziemlich wilde Mischung, meines Erachtens. Ich meine, wir hatten relativ generische Sachen. Eine Wüste, ein Dschungel. Und da kann man schon mal was Wildes machen. Das scheint auch sehr fantasiereich zu sein. Golden Captain. Oh, ich genieße es aber richtig, dass wir immer neue Zonen kennenlernen dürfen. Ist da oben was Spannendes? Warum sind die Luftblasen einfach? Ich trau mich nicht zu fragen. Oh ja. Wir buhlen jetzt um den 7. und letzten Chaos Emerald. Aber der, der graue, ist er ja meistens auch der schwierigste. Am schwierigsten zu bekommen. Wenn ich den nicht First Try erhalte, auch kein Beinbruch. Aber ich komme ja nicht mehr in seine Nähe. Das ist auch schon mal erwähnenswert. Bewegt er sich so schnell oder was, was willst du mir sagen? Ja, diese Turbo-Sachen verschieben sich auch ohne Ende. Ja, hier hoch. Nochmal Turbo. Nein, wollte ich den nicht bekommen. Aber knifflig. Was mache ich denn hier jetzt? War ja klar, dass mal wieder komplett übertrieben wird. Die musst du erhalten. Ah, ich dachte kurz! Nein! I'm falling down. Du, 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 du. Ach, es ist machbar. Es ist machbar. Herr Nachbar. Aber jetzt noch nicht. Schade. Dann zurück zu den Tempeln hier. Maya-Tempel. Oder Azteken. Bin mir nicht sicher, was von all dem. Diese komischen Säulen, an denen wir uns die ganze Zeit festhalten, das hat was von Flying Battery Zone. Rein vom Gameplay natürlich. Verrückte Ideen habt ihr. Und das auch noch mit drei Acts. Das heißt, oder wie steuere ich das denn? Oder wie steuert man das? War doch ganz simpel. Man musste sich erstmal richtig drehen, aber dann konnte man in die entsprechende Richtung lenken. Was tust du dir dabei dann nur denken? Okay. Unberührte, vergoldete Ecken und Kanten. Zwischen Aztekenruinen und Schwerkraftspaß, wie es scheint. Wir haben jetzt alles auf dem Schädel. Okay, verändert sich die Schwerkraft auch. Ja. Natürlich, warum nicht? Da frage ich mich einmal mehr, wie das funktionieren soll, halbwegs vernünftig im Multiplayer, aber ich frage ja nicht. Sondern geh ab in den Hintergrund. Ich halte mich bedeckt. Hey, Karamba, was machen wir hier nur? Wo wollen wir eigentlich hin? Ist da überhaupt irgendwas, wo wir hinwollen? Ja, guck mal, so geht's. Ach, aber man braucht auch ein bisschen Fantasy. So ein bisschen All the Rest, habe ich das Gefühl. Wir haben eine Frucht bekommen.
Ich weiß nicht, was das Finale ist. Aber das Finale wird irgendetwas sein. So. Und wenn die anderen Zonen generisch sind, könnte ich mir vorstellen, dass das hier so die All-the-Rest-Zone war. Wo alle anderen Ideen noch weiter mit reingehauen wurden. Bin wie gesagt auf den zweiten Act gespannt. Ob der eine komplett andere Thematik hat. War ja im letzten Part so mit Brass. Hat sich das geschimpft. Brass Factory? So ein bisschen Wisp-Feeling darf halt nicht fehlen, habe ich das Gefühl. Also, diese Unterwassergeschichten mit den Fähigkeiten. Und auch das war quasi der Wisp-Bohrer. Sonic Team kann's nicht lassen, habe ich das Gefühl. Aber an denen soll's nicht scheitern, ne? Spike! Cube! Laser! Drill! Wir haben ein wunderbares Sonic Colors Ultimate Let's Play, ne? Könnt euch jederzeit reinziehen. Mit 100% gelöst, Leute. Einfach die 100% mit allen roten Ringen geholt für Super Sonic. Alter. Die goldene Sau hat mir wirklich alle Ringe abgenommen. Also so ernsthaft. Es gibt hier keine anderen. Das ist ja dann schwierig. So. Da die Zündschnur auf den Bomben hat nicht gebrannt. Weswegen ich fest davon ausging. Ich muss die Bomben auf die Sau schleudern. Auf den Gegner. Aber ich soll ausweichen. Mhm. Und dieser weiße Abschnitt auf dem Rücken, nee, pink, da kommen die Gegner raus. Ich versuche ihn trotzdem zu erwischen. Ne? Ja, das macht Schaden. Very well. Ich nehme an, das könnte ich vernünftiger treffen, wenn ich hier speede. Das geht auch so. Ich habe auch wieder Ringe rausbekommen. So ist es nicht, ne? Und ob du einen Ring hast oder keinen, das ist halt, das entscheidet über alles hier. Das war's? Ich habe schon überlegt, war das überhaupt der Boss? Oh mein Gott. Und ein riesiger Picky. Ja gut, ja, ist okay, denke ich, I guess. So, ich mach mal weiter. Wir machen Egg Knuckles, ja. Ja, Fang und Trip. Aber Fang und Trip sind auch viel mehr Statisten geworden, ey. Knuckles, ey, altes Haus, was geht ab? Guck mal, er steht sogar so da, wie in Sonic 3. Oder wenn ich runterfalle, warte, nimmt er die Pose aus Sonic 3 an, das finde ich sehr schön. Dann klettern wir mal und gehen durch die Felswände, Alter, seine Abilities. Fand ich damals absolut peak. Kurz überlegen, wie das geht. Also gut, ein eigener Act, den nur Knuckles spielen kann. Fehlt eigentlich nur noch ein Tails Act, dann hätten alle einen individuellen gehabt. Kann Knuckles wenigstens wieder überall dran gleiten und dran festhalten beim Klettern. Ja, ich schaue in deine Richtung, Sonic Frontiers. Wird Zeit, dass wir wieder ein paar Medaillen holen, ne? Diese Bonus-Stage haben wir jetzt schon ein kleines Weilchen nicht mehr gesehen. Hä?
Warum sieht es also komisch aus? Ein S. S wie separates Erweitern. Sicherlich irgendwas Tolles. S steht für sicherlich irgendwas Tolles. S wie frag einfach nicht. Dann erweitern wir die Stage. Kein Problem. Völlig mit konform, du. Ja, wild. Inzwischen wild geworden. Was hier los ist. Allein diese Gnade, dass man einmal abecken darf vorher. Habe die Ehre. Oh, da ist nichts. Na doch, ich muss da zu dem S. Nee, ohne Shit. Für was steht das S jetzt? Super. Sagenhafter Stein. So soll es sein. Sag mal, bist du blöd? Ja, oder? Ja, wie er sprach, so geschah es, ne? Satz ist Programm. Egg Knuckles! Wild. Golden Capital. Gib's zu. Guck mal, hier, das sind die Pflanzen, die sind auch vergoldet und der Blumentopf. Oh, wir haben nochmal die Chance. Schau mal einer, guck. Auf geht's, Nummer 7. Ich hol dich jetzt. Keine Chance. Noch nie einen gesehen, der so krass dieses Special Stage löst. Ich hab's Gefühl, der begibt sich aber auch nach hinten, der Chaos Emerald, wenn ich diesen Boost mache. Das ist nichts. Hab dich sowas von. Ich hab dich sowas von. Ich hab dich einfach, Mann. Ich hab's gemerkt, ich hab's gespürt. Unsere Seelen waren verbunden. Ich hab mir gedacht, ja, Mann, du gehörst mir. Knuckles hat ein Chaos Emerald erhalten. So, wenn jetzt Knuckles alle hat, können wir super Knuckles werden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Extra Blade. Führe einen einzigartigen Angriff aus. Das besondere Etwas. Ist es jetzt eine Knuckles-exklusive Attacke? Was ist das für ein Kamehameha? Hadouken! Knuckles hat jetzt Superkräfte. Wäre halt witzig. Wenn Sonic sich nicht verwandeln kann. Ja, definiere. Hier. Super Knuckles. Ey, aber hat aber diesen Schimmer wie Hyper Knuckles. Die haben die jetzt safe in einen Topf geworfen, ne? Oder diese Spur. Was wollen wir jetzt heute? Er springt viel höher. Das ist sinnvoll. Habe ich jetzt heute gar nicht mit gerechnet, heute Super Knuckles zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Das tut mir fast schon leid. Nee, obwohl sollte es nicht. Das Spiel hat halt gesagt, hier darfst du nur Knuckles spielen. Guck uns alsbald Super Sonic. Ja, ich weiß gar nicht, wohin deswegs. Ist da oben noch was? Das ist jetzt für Medaillen dasselbe. Nochmal. Sieht da super einfach aus. Ich kann mir überall festhalten. Was soll das denn? Ach, no sweat, Alter. Das ist die erste Stage oder so. Geschenkt. Geschenkt! Knuckles hat Medaillen bekommen.
Seht ihr? Die ganze Zeit Sonic müht sich ab, ne? Stirbt hier und da, kriegt nichts geschissen. Und dann nimmt einmal Knuckles das Zepter in die Hand und macht einfach alles. Wer ist hier der Maker? Das einzige Spiel, was Knuckles als titelgebender Hauptheld bekommen hat. Alleinig. Ist Knuckles Chaotix. Und mein Gott, das ist ihm nicht würdig. Ich meine, wir haben noch Sonic and Knuckles. Aber ich bin dafür, dass Knuckles wieder ein eigenes Spiel bekommt. Das reicht. Sieht ja klein und knuddelig aus, oder? Was ist jetzt eigentlich? Das sind jetzt 8 Fähigkeiten. Wir haben sie alle, Freunde. Die Power muss ich halt echt mal einsetzen. Die Power muss ich halt echt mal einsetzen. Ich hätte L und R drücken können, ich weiß. Kriege ich jedes Mal gesagt. Mal gucken, ob die anderen Charaktere andere Fähigkeiten haben. Ob die 7. Fähigkeit halt einfach charakterexklusive Angriffe sind. Spezifische. Charakterspezifische Angriffe. Und ihr heute so? Na, ich bleib mal lieber oben. Immer eine gute Idee. Wäre schön, wenn das Game wieder Knuckles-exklusive Wege hätte. Aber ich fürchte, da ist diesmal nichts zu machen. Ich glaube, das gibt es diesmal nicht. Na, die Medaille nehme ich doch auch noch mit. Wir haben noch viel zu tun, deswegen nehme ich jetzt nämlich weitere von diesen Bonus-Stages aus den Checkpoints mit. Hey, hey, das war fies. Okay. Okay. Ist nicht alles, wir können über alles reden. Ich will hier hoch, also will ich hier hoch. Hast mich verstanden. Insgesamt Golden Capital eher verwirrend. Wenig Struktur und für mich persönlich jetzt nicht der Favorite. Na gut, das ist eigentlich geschenkt, deswegen nehme ich das mit. Golden Capital hat mich nicht besonders überzeugt bis hierhin, aber wir haben ja noch ein Act. Wir haben ja noch was. Zweite Chaos Emerald gewesen. Oder schon der dritte? Wir haben es ja einmal gemacht mit den Medaillen, ne? Oder? Was ist mit den Medaillen gemacht? Hä? Da holen wir übrigens einiges raus, ne? Wir wollen uns im Shop irgendwann mal austoben. Aber erstmal verdienen, ne? Nicht das Fell des Bären verteilen, bevor man nicht den Bär erlegt hat. Da war noch eine. Ich bin halt, ne? Ich bin jetzt Knuckles. Ich habe einen Schatzjäger-Gen. Da kann ich nicht Nein sagen zu glänzenden Dingen. Aber es ist mehr Rouge, ne? Knuckles hat nur seinen Master Emerald im Schädel. Auf dem Zahnfleisch in das Ziel gekrochen. Ich freue mich schon, das komplette Spiel mit ihm zu spielen.
So, hast du die beiden jetzt gefunden oder was? Die geht einfach in den goldenen Tempel. Alter, was ist das los? Hast du was ich glaube, es ist relevant hier. Wäre halt cool, wenn man jetzt mehr erfahren würde. Wo hat die Chaos Emeralds? Ja, wissen wir. Ja, als ob. Man kriegt die Chaos Emeralds einfach abgenommen. Ja, aber das war doch Knuckles. Ich bin doch... Also gut, ich glaube, das liegt am Act. Ich glaube, ich war mir gerade nicht sicher. Aber ich habe so das im Gefühl, dass Fang einfach in Golden Capital Act 2 alle bisherigen Chaos Emeralds abzieht, dass du überhaupt keine Kraft einsetzen kannst. Ja, dann bekommen wir gleich Super Fang zu sehen, ne? Ist ja ganz klar. Also es wäre mir mit jedem Charakter und mit jeder denkbaren Anzahl von Emeralds passiert, nehme ich an. Werden wir rausfinden, ne? Werden wir rausfinden. So, ja, was mache ich denn hier? So ging es. Kein Doppelsprung mit dem Elektroschild. Das ist nicht so cool wie das aus Sonic 3. Warum eigentlich nicht? Damit man Amy noch ein bisschen mehr feiert. Was ist für ein Geräusch, Alter? Bung! Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt es in Sonic-Spielen besser, wenn du irgendwie in einem Gebäude bist. Also jetzt, dass hier einfach Mauerwerk zu sehen ist, gibt mir ein besseres Gefühl, als draußen zu sein. Und auch diese offene Fabrik von Eggman, Press Factory, fand ich suboptimal. So einen Aufzug haben wir schon gesehen in Sky Garden. Sky Temple hieß es. Hä? Hey, lol. Scrawling Level! Wie ich Scrawling Level liebe! Ich versuche mit ein bisschen Einsatz in der Stimme. Aber das ist ja ein verkappter Tornado. Das steuert sich ja wie der Tornado. Sky Chase Sonic 2. Das ist... Oh Leute, ich muss es euch einfach zeigen. Ich muss es einblenden. Das ist doch kein Zufall, oder? Die Konzeptzeichnung von Naoto Oshima von Sonic 1 damals und jetzt das. Also die Sonne und so. Irgendwie schön. Und die allerwenigsten werden das wissen und erkennen, aber ich weiß es. Und dank mir wisst ihr es jetzt auch. Und das sind so die kleinen Dinge. Das sind die kleinen Dinge. Ich will immer einen Doppelsprung machen mit dem Elektroschild. Das hilft nichts, ne? Warum wurden einem die Fähigkeiten in dieser Zone abgezwackt? Und wird das noch häufiger passieren? Sie hier wirklich schießen können ohne Ende? Überlegt euch das halt vorher, Entwickler. Ich verstehe nicht ganz. Nicht, dass wir das jetzt in Zukunft häufiger sehen, dass wir einfach Emeralds abgenommen bekommen. Ja, dann müssen wir uns gleich um Fang kümmern und die wieder zurückholen. Ist ja ganz klar. Da gehen wir rein, da gehen wir rein. Frag mich nur, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du alle Chaos Emeralds hast, dass alle goldenen Mega-Ringe jetzt auch zu blauen wurden für Medaillen. Ist aber nicht schlecht, ein bisschen Übung zu haben auch, ein bisschen mehr reinzukommen in die Sache. Man wird besser. In diesen Special Stages.
Charging. Mahlzeit. Ich finde das Steuerkreuz vom PS5-Controller so lame, ne? Es ist. Macht ein unschönes Gefühl. Wenn man so ein Steuerkreuz hätte wie beim Switch Pro-Controller. Aber ja, ich spiele ja die PS5-Version und nicht auf der Switch. Bestes Bildmaterial für euch fürs Let's Play. Dafür jammere ich ein bisschen mit dem Controller. Deal? Deal. Schon entschieden, bevor ihr gefragt wurdet. Weitere Medaillen? Ja. Aber wo geht's eigentlich hin? Wo muss ich überhaupt lang? Da hoch vielleicht. Oder runter. Casino Neidartig. Versuch's mal mit oben. Schön, dass man so vorgewarnt wird mit den Bossen. Hallo, Tri. Special Erwähnung. So, ich dachte, ich nehme das Schild noch mit und jetzt kann es abgehen. Ein Bosskampf mit dem Ding? Als ob. Mit so einer Turtle-Plattform. Hier wird das ganze Öl gegossen oder was? Geschmolzen. A crown for a king. Ja, bin ich doof, weil ich sie nicht kommen sehe? Ein bisschen. Also es deutet sich an, unten in der Lavamasse. Deutet sich's an, aber trotzdem ist es auch so stark verzögert, habe ich das Gefühl. Obwohl, geht eigentlich. Geht eigentlich. Ja, alles gut. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Ja, irgendwo muss das ganze Gold ja geformt werden. Das ist ja super funktioniert. Bin direkt über die Medaille gefallen. Also, egal was man tut, man hat die Plattform immer hinter sich. Das ist halt wirklich eine verkappte Tornado-Stage. Und man hat das sicherlich gemacht, damit jeder Charakter das kann. Und nicht nur Tails. Ich kann aber keinen Spin-Dash hier. Das ist erwähnenswert. Freunde, wir haben jetzt einen Bosskampf gegen Fang. Okay, die Laserstrahlen waren nicht gegen uns gerichtet. Die konnten uns, auch wenn es optisch so aussah, gar nicht erwischen. Was zum? Okay, das war Absicht. Leute. Fang the Hunter. Er zieht alle Register. Eigentlich habe ich hier nur ein Parcours. Man sieht nur beiläufig nebenan, dass er das steuert, sozusagen. Hä? Der Ring ist von mir abgeprallt! Ich wollte ihn einsammeln? LOL! Vermutlich hat der Ring erkannt, dass ich die Plattform bin. Das sah so aus, als wäre er von Sonic abgeprallt. Oh Leute, ich sehe da was. Ist das ein neuer Super-Mega-Roboter oder was? War das Foreshadowing? Verdammt. Komm, wir drehen noch ein paar Runden um diesen riesen Robo. Das ist doch jetzt nicht random, das ist doch, das hat doch was zu bedeuten.
Ich brauche Ringe. Ich werde es nicht schaffen ohne Ringe. Gib doch... Oh, Baby. Gnade vor Recht. Ganz spaßig eigentlich. Und für alle Fehler muss ich mir selbst an die Nase fassen. Das ist okay. Stellt sich nur eine Frage. Wie lange noch? Aber wir kommen höher, ne? Wir sehen jetzt einen Roboter quasi auf Gürtellinie. Kann er scheinbar nichts machen. Ich will auch nicht gegen diese Trümmer springen. Das geht fit, denke ich. Rette den Ring. Mein wertvollsten Besitz. Golden Capital abgeschlossen. Wunderbar. Ne, das war doch ein nettes Bösschen. Ein nettes Bösschen. Aber der bislang längste Level, habe ich das Gefühl, ne? Sagt auch die Partlänge. Ja, da ist das so, ne? Zurück zur Weltkarte. Gib mir die Emeralds, ja, wollte schon sagen, ne? Reveal! Nee! Was ist das denn? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wir sind Zeuge von Super Trip geworden, wie es scheint, aber... Warum? Oh, Amy hat sich mit ihr angefreundet. Und jetzt ist er auf unserer Seite, ne? Aber was ist, wenn ich die 7 Chaos Emeralds nicht gehabt hätte? Hä? Fragen über Fragen. Metal Knuckles Rot. Ja, okay, ich dachte kurz. Das Ende. Wow, natürlich nicht. Das fehlt noch. Cyber Station. Okay. Ja, das müssen wir erstmal verarbeiten. Ich frage mich wirklich, also beim nächsten Run, egal wen ich spiele, werde ich die Chaos Emeralds bis dahin nicht sammeln. Weil ich wissen will, was da passiert. Vielleicht muss man dann einen Bosskampf noch schaffen oder so. Wir beruhigen uns erstmal alle wieder. Kommen runter, beenden den Part. Sehen uns im nächsten wieder. Aber ich frage mich wirklich, was es mit Fang soll. Vielleicht macht doch jeder... Und warum hat sie eine komplett andere Form, wenn sie alle Chaos Emeralds hat? Mysteriös! Also gut, nächsten Part nicht verpassen. Hier ein Like da lassen. Bis dann und ciao.